Hallo ihr Lieben, ich darf euch begrüßen zu Rätsel Nummer 15. Es ist und bleibt spannend. Lea tropft sich die 3 Tropfen des Zaubertranks auf die Zunge. Kurz darauf verformt sich ihr Körper und wird deutlich rundlicher. Ihre dunklen Locken reichen ihr nun weit über die Schultern. Sie pflicht sich 2 Zöpfe, schultert ihren Rucksack und sucht in der Schenke zum roten Ziegenbock nach Hegbert. In der Schenke musiziert eine Wichtelkapelle. Ein paar Wichtel, die mindestens einen Honigwein zu viel hatten, krölen dazu ein Lied über Drachen, Trolle und Nixen. Lea zwängt sich durch die Feiernden, entdeckt Hegbert an der Theke, der gerade einen großen Schluck aus seinem Krug nimmt. Die Kapelle stimmt das nächste Lied ein, ein Schmählied auf Weihnachtswichtel. Nicht wenige der anwesenden Wichtel stimmen mit ein. Lea setzt sich auf den Hocker neben Hegbert, schunkelt und summt das Lied mit. Sie hofft damit, seine Aufmerksamkeit zu erregen, doch Hegbert scheint sich viel mehr für seinen Honigwein zu interessieren. Lea nimmt all ihren Mut zusammen, springt auf die Theke, tanzt und singt so laut sie kann mit. Sofort wird ihr zugejubelt und Hegbert klatscht begeistert den Takt mit. Nach dem Lied rutscht sie von der Theke und nimmt wieder neben ihm Platz. Atemlos wischt sie sich den Schweiß von der Stirn. Das hat gut getan, ich hasse Weihnachtswichteln. Hegbert schiebt ihr grinsend seinen Krug rüber. Trink, du bist eingeladen. Sein Goldzahn blitzt mit im flackernden Kerzenschein auf. Ich habe dich hier noch nie gesehen, woher kommst du? Lea räuspert sich aus den Bergen bei. Sie zögert und versucht, sich an einen Ort auf der Kasse zu erinnern. Warte, sag es nicht. Er mustert sie. So viel Hass auf Weihnachtswichte. Dein Stamm muss ein direkter Nachbar des Weihnachtsmanns sein. Er kratzt sich am Bart, der strohig und ungepflegt wirkt. Lea zwinkert ihm zu. Erraten, du bist ein schlaues Kerlchen. Sie setzt sich einen traurigen Gesichtsausdruck auf. Diese Weihnachtswichte sind wirklich eine Plage. Immer mehr Wichte meines Stamms ziehen weg. Lea schnieft kurz. Und bald schon kommt der nächste Jahrgang Weihnachtswichte mit dem Wichte-Express an. Das Elend nimmt überhaupt kein Ende. Sie senkt den Kopf und atmet tief durch. Nicht traurig sein, schönes Kind. Hegbert schaut sich kurz um und beugt sich näher zu ihr. Einen neuen Jahrgang Weihnachtswichte wird es dieses Jahr nicht geben. Lea rückt näher an ihn ran. Erzähl, alles streng geheim. Es soll ja immer noch echte Wichte geben, die Weihnachtswichte nicht nur dulden, sondern sogar schätzen. Er spuckt auf den Boden. Pfui! Vorher ruft Lea ebenso empört. Dann rückt sie noch etwas näher an ihn heran. Bitte, werter Wichtel. Er lächelt und legt seine Hand auf ihre. Für dich, Hegbert. Sein Mundgeruch lässt Lea beinahe vergessen, warum sie es unbedingt schaffen muss, mehr über diesen Überfall zu erfahren und mit ihm zurück zum Wichtel-Express zu reisen. Hegbert, wiederholt Lea, entzieht ihm die Hand und schiebt ihn den Krug mit Honigwein vor die gerötete Nase. Es war doch auf Seite 65. So, das ist dann 15b. Mehrere Krüge Honigwein und Lästereien über Weihnachtswichte. Später löst sich endlich Hegberts Zunge. Das wird grandios. Er nimmt einen weiteren Schluck Honigwein. Unsere Tat wird in die Geschichte eingehen und in Liedern besungen werden. Er schaut in Leas erstarrtes Gesicht. Ich weiß, beeindruckend. Jetzt muss ich aber mal für Wichtelmänner. Er steht schwankend auf und taumelt davon. Mist, gerade jetzt, denkt Lea, wo er anfing, von dem geplanten Überfall auf den Wichtel-Express zu erzählen. Kurz nachdem Hegbert wieder zurück ist, nimmt er eine goldene Taschenuhr aus seiner Westentasche und klappt sie auf. Ui, ich bin schon spät dran. Bitte nimm mich mit. Ich hasse die Weihnachtswichte so sehr. Bestimmt kann ich dir helfen, fleht Lea. Psst, jemand könnte dich hören. Er sieht sich um. In Ordnung, auf meinem Hundeschlitten ist immer ein Plätzchen für dich frei. Er hält sich an Lea fest, während er sie mit sich aus der Schenke zieht. Unter normalen Umständen würde Lea mit so einem dubiosen Knilch nicht mal die Straße überqueren, aber sie hat keine Wahl. Sie begleitet Hegbert durch das Felslabyrinth, doch er ist sehr betrunken, zu betrunken, um geradeaus zu laufen, geschweige denn, um sein Ziel, den Ausgang zu finden. Zeichne den Weg durch das Labyrinth ein, dann geht dir bestimmt ein Licht auf. Okay. So. Ich habe noch keine Ahnung, wo uns das hinführt. Also vermutlich ergibt es wieder Zahlen. Aber ich weiß noch nicht so richtig. Aktuell habe ich nicht das Gefühl, Zahlen zu sehen. Seht ihr Zahlen? Mhm.
Ich meine, manchmal ist es ja so, dass das wichtig ist, was übrig bleibt, aber das wäre ja hier nur L. Das hier. Hier sind Punkte. Hier ist ein bisschen was und hier. Ich habe schon geahnt. Dann geht hier ein Licht auf. So, pass auf, wir nehmen Licht. Das ist das Rätsel, bei dem ich meistens versage. Ich hol's mal raus. Das ist das Rätsel, wo ich in den meisten Fällen jedes Jahr versage, nämlich das, wo wir Licht brauchen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Wir holen das raus. Kommt. So. Hier. So, ich gucke jetzt mal hier oben rein, ohne euch, ins Licht. Oh Gott. Hier sehe ich ein bisschen was. Wo geht's los? Hier. Auf. Ah ja, warte mal, warte mal, warte mal. So, ich mach das mal für euch. Also, auf den. Schön. Dekodierung. Dekodierung. Reifen haben. Also, könnt ihr irgendwas sehen? Nee, ne? Da müsste ich die Kamera jetzt komplett neu arretieren. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Genau. Drei. Ziffern. Einen Punkt. Stellst du sie ein, kennst du den Code? Was? Also auf den Dekodierstreifen. Haben genau drei Ziffern einen Punkt. Ja. Das stimmt hier. Okay, das war's dann wahrscheinlich. Stellst du sie ein, kennst du den Code? Okay. Das war doch simpel. So, ich und das Licht. So, wir haben diesmal souverän eine Lichtaufgabe gelöst und kommen zu Seite 133. Und, nein, zwei Viereck, ja. So, also müsste das hier die 16 sein. Wupp, 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 wupp. So, I'm happy. 9 Minuten. Yes. So. Aha. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.